Herzlich willkommen auf TAKTV. Bei unserem aktuellen Projekt Die Wahlkreistaktika haben wir uns speziell auf den Bereich Textilien fixiert. Also geht es heute hauptsächlich in dieser Sendung um Qualität, Preis und Kinderarbeit. Da sich jeder seine eigenen Gedanken zu diesem Thema macht, haben wir die spannendsten Fragen zu einer Straßenumfrage zusammengestellt und unser Team nach Hannover auf die Listermeile geschickt. Also ich kaufe am liebsten auf der Listermeile ein, weil es nicht so weit ist bis in die Stadt. Läden, die nicht so teuer sind. Markenware finde ich zwar auch cool, aber die Marke zahle ich nicht gerne. Die kaufen wir bei unseren Vertretern ein, die eigentlich nur deutsche Firmen haben oder vertreten. Ist Ihnen die Qualität oder der Preis wichtiger? Nein, eher auf Qualität, weil wer billig kauft, der kauft grundsätzlich zweimal. Was preiswert und gut ist. Ich achte deutlich mehr auf die Qualität, aber das hängt sicherlich auch davon ab, wie man sich das erlauben kann. Wie stehen Sie zur Kinderarbeit? Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Das müsste grundsätzlich überall verboten werden. Finde ich grausam. Ich war vor einigen Jahren in Indien und da sieht man ja Kinderarbeit sehr viel. Grundsätzlich dagegen. Das ist eine schwierige Frage. Es hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite möchte ich nicht, dass Kinder arbeiten. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass die Kinder hungern, weil es niemanden gibt, der für sie Geld verdient. Wie schließen Sie aus, dass Ihre Kleidung durch Kinderarbeit hergestellt wurde? Das kann ich leider nicht ausschließen, weil das ja auch irgendwo gar nicht gekennzeichnet ist. Und von daher, wenn ich mir Bekleidung kaufe, frage ich eigentlich auch schon nach, wo die herkommt und wie die hergestellt wird. Also das finde ich zum Beispiel ganz schwierig, dass es da so wenig Transparenz gibt in der Öffentlichkeit, dass man da fast keine Informationen erhält. Meine Kollegin hatte die Gelegenheit, den stellvertretenden Geschäftsführer von Primark hier in Hannover zu treffen. Und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Na, warst du letztes Mal wieder bei Primark shoppen? Oh ja, ich habe mir da einen richtig coolen Schal gekauft. Der war richtig billig, aber ich mache mir halt ein bisschen Sorgen über die Kinderarbeit und so. Ja, darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Wir waren halt bei dem stellvertretenden Geschäftsführer und haben ihn befragt zu dem Thema Kinderarbeit. Und was habt ihr da gefragt? Halt erstmal, wie das sein kann, dass Primark so günstig ist. Stellt man sich ja schon die Frage. Und er meinte halt, dass die Menge den Preis macht. Das heißt, weil sie so viel bestellen, noch keine Werbung machen, ist das so günstig da. Also heißt das, Sie machen da keine Kinderarbeit? Wir haben halt den darauf natürlich auch angesprochen, wie die Arbeitsbedingungen da sind. Und er hat gesagt, Primark hat keine Kinderarbeit, weil die auch in so einer Organisation sind. Die heißt ETI, Ethical Trading Initiative. Da meinte er, sind halt auch ganz viele andere so Marken, die man kennt, drin. Die kontrollieren, wie das halt die Arbeitsbedingungen da gut sind, dass der Mindestlohn ausgezahlt wird und so. Als wir da waren, haben wir uns auch in die obersten Etagen gebracht und da sind wir halt durch so lange Flure gegangen, haben die halt so Plakate und so Bilder ausgehängt, wie die Arbeitsbedingungen da sind, also von den Fabriken und wie das dann da aussieht und halt auch die obersten Regeln dieser Organisation. Keine Kinderarbeit, Mindestlohn und keine Diskriminierung und sowas. Hat dich das eigentlich überzeugt, was der gesagt hat? Man hat gemerkt, dass das Primark den Mitarbeitern oder Vertretern ein wichtiges Thema war sozusagen, dass es die beschäftigt. Ich finde es cool, dass sie sozusagen das kontrollieren und so, aber um sozusagen nochmal eine Gewissheit für uns zu haben, wäre es halt irgendwie, fand ich ziemlich gut, weil die halt das nochmal eine unabhängige sozusagen Organisation oder sowas, das zusätzlich kontrollieren würde. Das ist halt eben auch eine Frage, warum wir das denn nicht öffentlich zeigen, weil das ja natürlich, glaube ich, eigentlich schon so ziemlich vorteilhaft für die wäre, dass sie das nicht an die Klamotten oder so ranmachen, um sozusagen der Welt zu zeigen, ja, wir arbeiten fair. Was soll man machen? Ist halt billig, ja, und eben die Klamotten Kinder, also die Jugendlichen haben ja auch nicht so viel Geld, dass wir jetzt sagen, wir gehen ja immer so bei Marco Polo und bei Pico Kloppenburg einkaufen, weil das ist ja doch schon teuer. Genau. Und außerdem ist da auch nicht garantiert, dass da keine Kinderarbeit ist. Also der meinte ja auch, dass irgendwie alle Klamotten über das gleiche Fließband laufen, wo man sich dann schon fragt, okay, dann muss das da aber auch so sein. Also nur, dass es halt für mehr Preis verkauft wird. Okay, das war's schon von uns und wir danken Ihnen fürs Zuschauen und freuen uns aufs nächste Mal.